Hi zusammen, Fabstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar reden wir heute über die, naja, nicht überraschende Fusion, aber eine etwas andere Fusion. Und zwar hat Plarium den Lord Vargeil als Fusion implementiert. Und wir gehen gleich nochmal über den Champ drüber, da gestern mir im Video ein Fehler unterlaufen ist, den würde ich heute gerne korrigieren. Und dann ist es sehr witzig, was sie dazu braucht. Erstmal, die Fusion geht vom 8. April bis zum 30. April. Und ihr braucht dort witzigerweise 16 von den lieben Champions, von den kleinen und dann vier Drachlinge, um dann am Ende den großen zu fusionieren. Ich habe jetzt schon einen Drachling und eins gleich voll. Ich werde die Fusion machen, einfach weil es fun ist. Ja, also ich finde die Idee ganz cool. Sie ist einfach, es war nur Kampagnenfarmen, aber ein Tipp. Aktuell ist noch aktiv für 4 Tage, glaube ich, oder eine Woche sogar, das Champion-Ausbildungsereignis, das hier und 5 Tage das da. Und ich werde mir jetzt Champions hochziehen und das nutzen, um hier noch ein bisschen voranzukommen. Wann würde ich die Fusion machen und wann nicht? Wenn ich jetzt im Early Game wäre, ein Free-to-Play-Account, und ich sowieso am Anfang farmen muss, würde ich den Champion auf jeden Fall versuchen zu holen, denn am Anfang hat man viel Energie. Gruß an Golden Lord, der weiß, wovon ich rede. Oder Gold Loser, eins von beiden. Und ja, versucht es, wenn ihr sie machen wollt, wie gesagt, wenn ihr sie machen wollt, dann versucht es bitte mit zu kombinieren mit diesen einzelnen Events, die aktuell aktiv sind. Wir schauen mal nach, wie der Champion so ist. Also erstmal, er sieht naja aus. Er ähnelt sehr dem kleineren, und zwar den Schädeleid, ja, ziemlich. Das hat auch einen Grund, denn dazu kommen wir gleich. Gehen wir mal über seine Stats. Seine Stats mit 27.500 LP ist sehr hoch. Die Defense ist sehr gut und die Geschwindigkeit ist sehr gut. Und er hat einen hohen Widerstand und eine hohe Genauigkeit als Base. Das heißt, die Stats sind sehr, sehr gut. Ich selber würde ihn wahrscheinlich in den Fraktionskriegen und in der Arena sehen. Oder für die Early-Game-Spiele natürlich auch in den sonstigen Content-Bereichen, wo ich ihn, glaube ich, nicht sehen würde. Wir haben Clan-Boss, da sehe ich ihn jetzt noch nicht so. Kommen wir mal zu einer 1. Greift den Gegner zweimal an und jeder Treffer füllt das Rundenmeter dieses Champions um 5%, also um 10%. Und dann hat eine Chance von 30%, diese Fähigkeit zu wiederholen. Also praktisch eine Zusatzrunde, aber nur auf diesen Skill. Und verleiht dem Ziel für 2 Runden einen 100% Heilungsverringerungs-Debuff, wenn diese Fähigkeit wiederholt wird. Also die Chance, Heilungsverringerung zu applyen, ist ziemlich gering. Er könnte natürlich relativ viel Schaden machen. Wir wissen die Multiplikatoren nicht. Das werde ich auf jeden Fall testen. Ich werde einen Guide zu ihm machen. Ich werde ihn hochziehen. Und die zweimal angreifen ist okay. Und mit Zusatzrunde sind das schon 4 Treffer. Ja. 30% ist viel, muss man dazu sagen. Abwarten. Schauen wir mal. Dann verleiht diesen Champion für 2 Runden einen Stärkungsdebuff. Bietet eine Chance, 75% dem Ziel für eine Runde Provoke zu applyen. Das gebuckt 100% auf 2 Runden CD. Das ist okay. Ist jetzt nicht die Welt. Der Skill, ich habe gestern schon gesagt, ich finde ihn nicht so lala, so dolle. Man muss gucken, wie hart er zuhaut. Wenn er das macht, kann das ziemlich witzig werden. Mit hoher LP und hoher Defense verträgt er auch viel plus Stärkungsdraft. Ja. Muss man schauen. Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube nicht, dass das Kit so besonders ist, weil AOE Provoke einfach stärker ist. Und dann greift alle Gegner an und bietet eine Chance, gebuckt von 100% den Angriffsverringerer-Debuff zu verleihen. Das ist super in den Fraktionskriegen. Dort ist es schwer. AOE-Angriffsverringerer, das hilft dort extrem. Vor allen Dingen Defense-Helden. Also, das ist nice. Dann haben wir den passiven. Verringert die maximalen LP des Angreifers bei einem Angriff um 5%. Okay, das heißt, wenn jemand an, wenn man einen Provoke gemacht hat, auf einmal, der greift ihn an, kriegt er 5% Max-LP-Abzug. Kann die maximale LP des Angriffs nicht um mehr als 50% verringern. Tritt einmal pro feindlichen Angriff auf und wirkt nicht gegen Endbosse, was schade ist. Tritt einmal pro feindlichen Angriff auf. Also, ich finde das nicht gut, weil er müsste 10 Mal angegriffen werden, damit es überhaupt funktioniert, aber ja, sei es drum. Und ich glaube, das gilt auch noch auf ihn. Wenn es auf die ganze Gruppe wäre, das wäre natürlich nice, aber es gilt nur auf ihn, so wie ich das lese. Bietet eine Chance von 50% Zielen, deren maximal LP um 20 oder weniger verringert wurden, einen wahren Angriffsdebuff zu verleihen. Das müsste 10% oder so sein. Ich finde 20 zu hoch. Nichtsdestotrotz, in den Fraktionskriegen dauern die Kämpfe länger. Dort werde ich es probieren und der wahre Angriffsdebuff ist ein starker Debuff. Abwarten. Wie gesagt, es kann synergiebehaftet funktionieren mit den Stats. Die Stats sind sehr gut. Ich bin gespannt. Und dann belebt Schädeleid wieder. Und gestern war ich so, dass es er ist, aber das ist natürlich Schädeleid. Und zwar ist es dieser Wear.
Beginn jeder Runde mit 50 P und 50% Rundenmeter. Das ist der Where hier, der ein komisches Kit hat mit schlechten Base-Stats, sehr schlechte Base-Stats. Ja, greift den Gegner zweimal an, hat eine Chance auf Zusatztreffer, ja, also 30% auf Zusatztreffer. Dann verleiht diesen Champion mit 2 Runden Geschwindigkeit und Gegenangriffs und mit jedem kritischen Treffer füllt sich das Rundenmeter dieses Champions um 5%. Wenn dieser Champion einen Gegner tötet, füllt sich ein Rundenmeter um 50%. Ich weiß nicht, wie das synergiert, ob das synergiert, wage ich zu bezweifeln, da der Champ nicht gut ist. Aber man soll sich ja mal überraschen lassen. Und wenn man hier wahrscheinlich die Bewertung guckt, ja. So, wenn ihr den Champ machen wollt, wo solltet ihr ihn farmen? Es ist so, dass im Schnitt, sagt man, das, was sich so rauskristallisiert hat, bei mir pro 100 Runs kriege ich einen. Es kann natürlich auch passieren, einer macht 500 Runs und kriegt gar keinen. Oder er macht 2 Runs und kriegt 3. Ich selber farme die in Albtraum am Anfang, da man mit dort einen halbwegs normalen Damage Nuker kriegt man es relativ gut hin, dort zu farmen. Und ich dort mir einfach jetzt meine Champions hochlevel. Das heißt, ich gehe da rein und farme mir dort auf der höchsten Stufe einfach den Dungeon. Gleichzeitig habe ich die Chance, den Schädel-Eye zu kriegen. Und ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Der Kampf ist relativ einfach, die Gegner sind nicht stark. Also das sollte jeder, der brutal gut farmen kann, einen halbwegs ordentlichen Defense-Held hat, sollte das hier packen. Mein Held ist kein Defense-Held, ja. Also Xavier ist ein Damage-Dealer. Ja, also das geht relativ gut. Das funktioniert mit vielen Damage-Dealern. Also das geht mit, keine Ahnung, wen nehmen wir denn nochmal? Nehmen wir mal einen Royal Guard mit zum Beispiel. Obwohl das Schwäche-Affinity ist, ja. Machen wir das einfach mal. Geht natürlich jetzt nicht so schnell wie mit Xavier. Wegen dem Wiederbelebung. Weil die Gegner sich da wiederbeleben, die beiden. Aber das sollten wir trotzdem packen. Jetzt kommt die letzte Runde. Dort haben wir keinen mit Wiederbeleben. Das heißt, wenn dort Gegner sterben, dann sterben sie auch richtig. Also, ihr seht, das ist ein königlicher Wächter, der jetzt nicht auf Farmen gemacht ist. Es funktioniert auch mit dem neuen Marschall sehr gut. Dazu kommt heute auch noch ein Guide. Der Champion ist wirklich geil geworden. Er kann den Buff klauen, ja, ihr seht schon, es ist relativ witzig, wie der das anstellt. Also, wie gesagt, es geht mit mehreren zu farmen. Ich nutze das halt aktuell, um die Schädel-Ei zu farmen und gleichzeitig meine Champions hochzuziehen, womit ich das aktuelle Event mache. Ich hoffe, dass noch ein paar Event-Sets dazukommen. Das wäre gut. Und des Weiteren noch als Tipp, es kommt ein Geschenk noch vom Plarium. Sie haben gesagt, dass wir noch eins erhalten. Wann, wie, wo. Es wurde intern in Discord uns mitgeteilt. Kann ich euch nicht sagen, wann es kommt. Ich schätze mal, es werden wieder 2000 Energie sein. Und ich denke, dass die euch natürlich helfen werden. Denn 2000 Energie haben oder nicht haben, gerade für die Fusion. Also ich würde jedem raten, ah schade, das war jetzt dieser Kleine, ich würde jedem raten, der die Kampagne farmen kann in Albtraum, sollte das in Albtraum tun, einfach um die Champions gleich mitzufarmen für das aktuelle Ereignis. Lohnt es sich die Fusion für absolute Endgame-Spieler, die schon alles haben? Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich sehe den eher als Fun. Ich werde auf jeden Fall mal ein Team bauen mit ihm und vier so ein Schädel-Eid. Ich könnte mir vorstellen, dass es das mega witzig wäre. Schauen wir mal, was passiert. Und vor allen Dingen in den Fraktionskriegen wird er mir auf jeden Fall helfen, denke ich. Weil dort ist er schon vom Kit her mit Defense und viel LP. Viel LP vor allen Dingen in Stufe 21, da ja dort der Boss die Defense ignoriert. Und das dann schlecht ist. Was man noch beachten sollte, er selber ist rot. Also von Kraft. Ja. Das heißt, rot ist stark gegen Drachen. Gut beim Fire Knight, schlecht beim Eisgolem und schlecht bei der Spinne. Das heißt, er ist da nicht überall spielbar, wie so viele Champs. Von daher, ja. Also, ich hoffe, die Infos helfen euch ein bisschen zu entscheiden, ob ihr ihn machen solltet oder nicht. Wie gesagt, ich mache ihn. Wenn ihr sowieso farmen müsst, farmt ihn. Wenn das nicht schafft, dann habt ihr wenigstens Champions gelevelt. Und wir wollten alle eine einfache Fusion haben. Es ist immer ein legendärer Champ und von den Base-Stats her klingt er ganz gut. Also würde ich auf jeden Fall versuchen, ihn zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao!